Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei Tears of the Kingdom. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Kakariko. Irgendwann werden wir da bestimmt auch mal ankommen. Haben gerade wieder jemandem geholfen, oder dem Birk da geholfen, sein Schild abzustützen. Hier verstecken sich alle unter dem Baum. Okay, weil so schlechtes Wetter ist oder was? Geschenk des Himmels. Der Regen hat den Klang der Trommel völlig erstickt. Und ich dachte, jemand würde in der Nähe trommeln. Wir machen uns einfach auf die Suche, wenn es wieder trocken ist. Jetzt stellen wir uns erstmal irgendwo unter. Okay. Die, mit der habe ich auch schon gesprochen. Da oben ein Nest. Ich glaube nicht. Okay. Habe ich das denn da schon fotografiert? Ja, das sind wieder Hyrule-Tomaten. Die nehme ich gerne mal mit. Da würde ich jetzt gleich gerne mal was draus kochen. Ich müsste nämlich so langsam mir auch mal wieder ein bisschen was zu essen besorgen. Oh, Moment, das sieht aber sehr verdächtig aus. Nee? Dann nicht. Da oben könnte da was sein. Wartet mal. Mich so nicht hin. Na gut, dann nicht. Müsste ich jetzt hochklettern, kann ich aber nicht, weil es regnet. So. Okay, ja, wir haben beim letzten Mal den Turm hier aktiviert und Birk da, wie gesagt, geholfen. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Wir kommen jetzt gleich nach Kakariko. Oh, was haben wir denn da? Das ist doch was Neues, eine Klammerkröte. Ja. Mal schön alles fotografieren. Ich vergesse das auch manchmal, die würde ich gerne mal abschieben. Klammerkröte, sagt er nichts dazu? Haben wir sowas schon mal aufgesammelt? Weiß ich nicht. Krok? Nee. Vermute ja immer unter jedem Stein einen Krok. Es soll tatsächlich wohl 1000 Stück in diesem Spiel davon geben. Ich bin gespannt. Falls irgendjemand von euch schon weiß, was es dafür gibt, ich möchte es bitte nicht wissen. Danke. Diese Freude möchte ich ganz alleine herausfinden. Ah, bestimmt wieder irgendein Schwachsinn. Aber naja. Ich freue mich trotzdem drüber. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der sich über diesen goldenen Kackhaufen gefreut hat. Habe ich ja bestimmt schon mal erzählt. So, Kakariko, wir sind da. Das sind. Okay, sieht es auch ein bisschen anders aus. Ich gehe mal ganz kurz hier hoch. Bevor ich mit der Person da spreche, gucke mich hier mal kurz ein bisschen um. Wo geht's denn hier hin? Da drüben ist auf jeden Fall ein Schrein. Okay, hier geht es irgendwo sehr weit hin. Ansonsten sieht das Dorf ja noch einigermaßen so aus, wie es vorher aussah, wenn ich das richtig sehe. Bis auf, dass der Schrein da oben fehlt. Und der Necklord, beziehungsweise Flo, hat mir ja übrigens einen guten Anreiz gegeben, was mit diesen Türmen und den Schreinen passiert sein könnte. Oder war es Necklord oder war es Markus? Einer von euch beiden auf jeden Fall. Vielleicht auch beide. Auf jeden Fall wurde da gesagt, ja, wenn die Türme und Schreine ja einfach aufgetaucht sind damals, also sie sind ja aus dem Boden aufgestiegen, kann es doch sein, dass die jetzt, wo die Gefahr gebannt ist und vorbei ist, einfach wieder im Boden versunken sind. Und ja, das ist ein guter Gedanke, das ist natürlich richtig. Das kann durchaus sein, dass das so gewesen ist. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Dass sie die einfach nicht abgerissen haben, sondern dass die einfach wieder im Boden versunken sind. Eigentlich ein guter Gedanke, ne? So, Lassat. Oh, Lassat, da muss ich wieder an Bavarian Tale denken. Lazard, heißt der hier eigentlich. Das sind also die Kranzruinen. Chikorin. Lasi, kann schon sein, dass dieser Teil auch zu den Kranzruinen gehört, aber das ist doch nur ein Bruchstück. Ah, da oben ist was. Wollen wir uns nicht lieber die Kranzruine dort oben ansehen? Da ist die Kranzform doch auch viel besser erhalten. Aber ich dachte, dass man sich dieser Ruine aufgrund des Befehls von Zelda nicht mehr nähern darf. Dass so ein Bruchstück wie das hier doch viel besser. Hier kann man richtig auf Tuchfühlung gehen. Oh, Verzeihung. Vielleicht können wir sogar ein paar Teile mitgehen lassen, um sie eingehender zu untersuchen.
Ich käme natürlich nie auf die Idee, diese Ruine einfach so anzufassen oder gar was mitzunehmen. Moment, du bist gar nicht von der Forschungsgruppe, oder? Oh, ich dachte schon, ich hätte mir jetzt die Standpauke meines Lebens eingehandelt. Wir studieren die Ruinen, weil wir Teil der Sonau-Forschungsgruppe werden möchten. Bei den rund um Kakariko heruntergefallenen Kranzruinen handelt es sich um sensationelle Fundstücke. Deswegen hat sich die Crème de la Crème der Sonau-Forschungsgruppe hier im Dorf versammelt. Solche Gelegenheiten gibt es nur selten, deswegen sind wir hergekommen, um sie mit Fragen zu überhäufen. Aber Lasi lässt sich so leicht ablenken, dass wir noch nicht viel weiter sind. Tut mir ja leid, Chico. Gehen wir als nächstes die Steintafel angucken, die man in einem der Kranzruinenbruchstücke gefunden hat. Unbedingt! 5 Kranzruinen sollen rund ums Dorf runtergekommen sein. Wir sollten uns jede einzelne angucken. Okay, offenbar sind hier also Ruinen gefallen. Interessant. Es gibt eine neue Dorfvorsteherin, weil... Dingens, Impa, ja nicht mehr da ist. Die ist ja irgendwie in einem Heißluftballon, haben wir erfahren. Ich gucke mir jetzt erstmal das Dorf in Ruhe an und dann schauen wir mal, mit wem wir hier noch so reden können. Da sehe ich doch schon mal jemanden. Wer ist denn das? Hallo? Das hilft auch nicht. Imba? Was mache ich nur? Wenn nichts passiert, wird Oma womöglich noch... Ach, aber Clary hat ja mit der Boutique schon alle Hände voll zu tun. Ich muss irgendwie selbst ein Heilmittel für Oma finden. Kann ich dir denn helfen? Davon schleichen, oh wie gemein. Kennen wir uns? Du bist nicht von hier, oder? Na, ist eigentlich auch egal, solange du helfen willst. Also es ist so, dass meine Oma sich zu nah an sogenanntes Miasma herangewagt hat und nun liegt sie krank im Bett. Und außer auf Milchrisotto hat sie keinen Appetit auf gar nichts. Ich suche jetzt Zutaten, die gegen eine Miasma-Vergiftung helfen, damit ich ein Milchrisotto damit anreichern kann. Bisher habe ich aber leider noch nichts gefunden, das irgendwie hilfreich ist. Wenn ich nicht bald für so ein heilendes Milchrisotto für meine Oma mache, machen kann, sehe ich wirklich schwarz. Wie macht man denn Milchrisotto? Das Lieblingsgericht meiner Oma. Es besteht aus Hyrule-Reis, Milch und Wildgemüse. Okay, Reis, Milch und Wildgemüse. Hättest wohl nicht gedacht, dass Reis und Milch so gut zusammenpassen, was? Na klar, es gibt auch Milchreis, schmeckt doch auch ganz gut. Also ich mag es nicht so oft haben, aber ab und an habe ich da auch mal einen Jieber drauf. Also Milchreis doch. Schmeckt aber richtig lecker. Gut, mit Gemüse jetzt allerdings. Ja, weiß ich nicht. Ich habe Hyrule-Reis und Milch bei den fahrenden Händlern, die auf der Straße Richtung Westen unterwegs sind, gekauft. Nun habe ich einen guten Vorrat davon und muss mir um die Zutaten für das Milchrisotto keine Sorgen machen. Leider fehlt mir aber noch die entscheidende Zutat, die gegen Miasma-Vergiftung hilft. Miasma? Also viel weiß ich selbst auch nicht darüber, aber außer dass es ziemlich gefährlich ist, wenn man es anfasst. Meine Oma war offenbar am Osthügel, um der Forschungsgruppe zu helfen und kam zu nah an den Abgrund. Wenn ich das richtig verstehe, kommt Miasma aus dem Abgrund, aber Oma wusste das nicht und hat hingelangt. Alte Leute, dass sie mal alles anfassen müssen. Also irgendwo muss es doch eine Zutat, die gegen Miasma hilft, geben, oder? Pass auf dich auf. Ich fühle mich schon besser, nachdem ich mit dir darüber reden konnte. Danke. Ich werde fleißig weiter kochen, bis ich ein Milchrisotto, das gegen Miasma-Vergiftung hilft, gefunden habe. Okay, wartet mal. Ich will mal gerade gucken, was ich da machen soll. Die Miasma-Misere. Himbas Großmutter wurde durch das Miasma geschwächt und seitdem bettlägerig. Sie versucht verzweifelt, ein Milchrisotto zu kochen, das ihre Großmutter vom Miasma heilt. Doch dazu fehlen ihr die richtigen Zutaten. Okay, und dann haben wir hier noch Brunnenfan. Ah ja, genau. Die wollte sie zu den Spähpostenbrunnen. Ja. Genau, die... Hier, übrigens das meine ich, dem Wasser entsprungen. Bringe die dem Wasser entsprungenen Schlüssel den 3 Altären da, auf dass der heilige Schrein sich dir offenbare. Das Ding ist, dass es mir halt eingefallen ist, dazu bräuchte ich mein Eismodul und das habe ich nicht mehr. Aber vielleicht ist es das, was wir brauchen, Eis. Weil man hatte ja da diese 3 Sockel gesehen, ne, an der Wand.
in die wir dann die Schlüssel einbringen müssen. Und da steht, die Schlüssel müssen dem Wasser entsprungen sein. Das heißt, man soll Wasser wahrscheinlich in eine Form bringen. Und wie kann man Wasser in eine Form bringen? Indem man es einfriert. Weil man kann Wasser nur in drei Formen haben. Dampf, Wasser oder Eis. Also soweit ich weiß. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht mit Eis. Aber ich weiß halt nicht, wie ich Eis dahin bringen kann. Oder wie ich überhaupt Eis entstehen lassen kann. Das ist eben die Sache. Da muss ich mir noch Gedanken drüber machen, wie ich das eventuell hinkriege. Aber ich glaube, dass das ein guter Ansatz sein könnte mit dem Eis. So, und dann haben wir hier noch honigsüßer Hochgenuss. Bietzen, 3 Ausdauerhonig in Bienenstöcken nahe des Abgrunds bei Kakariko finden. Okay. Naja, wir gucken mal. Also, eigentlich hätte ich, glaube ich, eine Zutat für das Miasma. Jetzt ist die Frage, will die Zutat haben oder möchte die, dass ich das koche? Aha. Nee, ich kann ihr das nicht geben. Oder muss ich das vielleicht in die Hand nehmen? Wartet mal eben. Ich habe ja hier so Zeug. Wo ist denn das? Moment. Ich habe doch so Zeug hier, das da. Eine wilde Pflanze, die an sonnigen Stellen großen Höhen wächst, kann als Kochzutat deine Herzen auffüllen, wenn diese durch Miasma reduziert werden. Ich nehme mal eins davon in die Hand und probiere mal, ob ich ihr das geben kann. Nee. Kann ich nicht. Okay. Also müssen wir das Milchrisotto selber kochen. Was hat die gesagt, brauchen wir dafür? Reis? Was? Reis, Milch und Wildgemüse. Hatte ich nicht schon Reis gefunden? Hyrule-Gras? Offenbar nicht. Aber sie sagte, die Händler verkaufen das. Die man an der Straße trifft. Na gut. Dann gucken wir mal weiter. Okay, das scheint die Oma zu sein. Mal hier noch irgendwas machen. Reden wir mal mit ihr. Nana, es tut mir leid, dass du mich so sehen musst, junger Mann. Ich leide an einer schlimmen Krankheit und komme gar nicht aus dem Bett. Wenn du wegen Kleidung hier bist, wende dich doch bitte an Clary in der Boutique. Was denn für eine schlimme Krankheit? Ich half vor kurzem beim Osthügel einer Gruppe von Forschern beim Aufräumen und kam zu nah an den Abgrund. Dabei habe ich etwas berührt, das sich Miasma schimpft und das macht meinen alten Körper schwer zu schaffen. Meine Enkelin Himba kümmert sich sehr liebevoll um mich, bis es mir besser geht. Ich glaube, Himba ist gerade irgendwo draußen unterwegs. Sie macht sich große Sorgen um mich. Hoffentlich bekomme ich bald meine alte Kraft wieder zurück. Okay. Boutique? Normalerweise arbeite ich in der Boutique 2 Früchtchen nicht weit von den Kranzruinen. Bis es mir besser geht, muss ich aber meine Enkelin Clary allein darum kümmern. Das ist auch ein Grund, warum ich schnell wieder gesund werden möchte. Okay. Das ist also die kranke Oma. Gut zu wissen. So. Wen haben wir denn hier sonst noch so? Wir haben erstmal ein paar Schleich... Oh, wartet mal, da ist, glaube ich, noch was zum Fotografieren. Nee, haben wir schon. Habe ich denn die Schleich... Ah, Spurtkarotten, genau. Können wir auch mal fotografieren. Die Schleich... Wie heißen die denn, diese kleinen Glühwürmchen hier? Habe ich die schon fotografiert? Jetzt sind die aber gerade keine mehr. Schade, egal. Die Spurtkarotten kann ich mir, glaube ich, nicht mitnehmen, oder?
Das sind prächtige Karotten. Wenn du dir einfach welche nimmst, bekommst du ganz sicher Ärger. Das stimmt, das machen wir auch nicht. Aber das da nehmen wir mal mit. So, hier geht's noch zu einem anderen Haus. Also hier ist wieder ein Huhn unterwegs. Huhn haben wir schon. Oh, hier ist ein Brunnen. Da können wir mal runtergehen. Ein Leuchtpilz. Oh, hier scheint etwas Größeres zu sein. Mama, wo sind wir denn hier gelandet? Hm. Haben wir auch schon fotografiert? So. Richtige große Ruinen sind hier. Ob ich hier vielleicht später noch hin muss? Das ist ja ein richtiges Labyrinth hier unten. Habe ich den schon? Ja, habe ich auch schon. Okay. Schon einen Apfel habe ich auch schon. Da liegen Sachen. Ich will nochmal kurz hier entlang gucken. Oh, eine Truhe. Sanjin Kurzschwert. Einschneidendes Schwert des Shika-Stamms. Die kleine zerfressene Klinge bewirkt höhere Angriffskraft bei Überfällen als gewöhnliche Klingen. Macht aber nur 6 Angriff. Gut, ich könnte da noch was drauf machen. Ich lege mal kurz das hier weg. Und nehme das mal mit, einfach damit die Kiste aufgeht. Und dann gucke ich mal, was ich da vielleicht drauf machen könnte. Wasserfrucht, Elektrofrucht. Früchte würde ich jetzt da nicht dran machen. Irgendeine Klinge oder sowas hätte ich jetzt gesagt. Fensterklumpen. Horrorblin Horn. Oder Horrorblin. Blauer Horrorblin Horn. Habe ich denn gar nichts mehr von den Moblins und Bockblins und so? Wo sind die Sachen denn alle hin? Weiter hier vorne, ja, okay. Bockblinhauer. Ich könnte natürlich hier sowas nochmal drauf machen. Oder das da. Beziehungsweise sowas hier. Bernstein. Achso, das ist ein Bernstein. Nee. Ich glaube, ich nehme mal das. So. Was haben wir da? Ja, eine bessere Waffe als vorher. Und ich kämpfe aber erstmal damit. So, dann lasse ich das jetzt hier liegen. Oder kann ich das noch mitnehmen? Nö. Okidoki. Waffentasche ist halt noch relativ klein, aber auch das kann ich mir jetzt irgendwie erklären. Wir sind ja nackt aufgewacht quasi, nachdem das passiert ist da in diesem Gewölbe, wo wir mit Zelda waren. Natürlich ist alles weg. Unsere Taschen und so. Wie gesagt, wir sind ja nackt aufgewacht. Dann ist ja logisch, dass wir nichts mehr haben. Ne? Hier geht's auch weiter. Moment. Hier hinten ist nichts mehr. Okay. Müssen wir wahrscheinlich da entlang. Wo komme ich denn hier hin, hör mal? Vielleicht hätte ich da noch nicht reingehen sollen. Hallo. Nee. Das wollte ich. Habe ich schon. Das da habe ich noch nicht. Hä? Hier ging der Knopf gerade nicht. So, ist hier noch was zum Fotografieren? Nee. Ist ja einfach so eine Kochstelle. Sportkarotte. Karotten werden zumeist in Dörfern angebaut. Als Kochzutat stärken sie die Beinmuskulatur und verhelfen so zu größerer Schnelligkeit. Und Rüstungskürbis. Ein stahlharter Kürbis, der als Nahrungsmittel angebaut wird. Als Kochzutat stiehlt er die Haut des Essers und steigert so dessen Abwehr beträchtlich. Stimmt. Komm her. Ah, Mist. Bestimmt ist da jetzt jemand nicht so ganz einverstanden damit, dass sie die ganzen Sachen genommen haben, aber egal. So, da haben wir wieder einen Brunnen, von dem wir dann der Dame erzählen können. Wo ging es jetzt hier nochmal wieder raus?
würde gerne auf normalem Wege raus, über die Leiter. Damit ich nicht irgendwo im Dorf auftauche. Stopp, ist hier eventuell ein Krog drunter? Nein. Da ist sie. So. Dup, 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 dup. Jump, dup. Okay. So, also den Brunnen haben wir uns auch angeguckt. Dann geht's jetzt hier weiter. Ein paar Äpfel noch. Was machst du denn, Link? Um Gottes Willen. Noch einfach den Apfel. So, da ist auch noch einer. Den lasse ich mal. Hier steht noch jemand. Ich muss mich anstrengen. Ach, sind das die kleinen Mädchen? Corinne? Nee, ich glaube, so hießen die nicht. Entschuldige bitte, aber die Dorfbewohner haben den Pflaumengarten für die nächste Zeit mir überlassen. Ich experimentiere gerade damit herum, Sonnenfleckchen anzubauen. Bitte betritt den Garten nicht. Sonnenfleckchen? Sonnenfleckchen sind eine neue Pflanzenart, die wir auf dem Himmel gefallen, die wir auch vom Himmel gefallenen Ruinen entdeckt haben. Ich vermute, dass diese Pflanzenart auf den Himmelsinseln heimisch ist. Meine Nachforschungen sind noch lange nicht abgeschlossen, aber sie deuten auf eine Verbindung zum Miasma hin. Wenn ich das beweisen könnte, wäre den Miasma-Opfern geholfen und wir könnten es für die Untergrundforschung nutzen. Bisher ist die Pflanze hier am Boden sehr selten. Auf den Himmelsinseln könnte das anders aussehen, aber wer weiß. Jedenfalls experimentiere ich derzeit im Pflaumengarten mit dem Anbau von Sonnenfleckchen herum. Mit Miasma kenne ich mich nicht so gut aus, aber... Naja, unter meinen Kollegen hier im Dorf gibt es zufällig einen Spezialisten für Miasma und er hat mir schon oft weitergeholfen. Wende dich doch einfach an ihn. Okay. Milos Pflaumengarten betreten verboten. Okay, dann lassen wir die Pflanze da mal stehen. Wird die gute Dame vielleicht böse. Oh, ein goldener Apfel. Meiner. So, jetzt gehe ich nochmal hier rein. Keiner da? Nö, keiner da. Kann ich was lesen? Nein. Okay. So. Die Tafel irgendwie interessant? Nö. Die Frische wahrscheinlich auch nicht. Dann haben wir hier noch... Oh, die Statue ist noch da. Das ist nice. Da kann ich jetzt mal meine Sachen hier vielleicht eintauschen, die ich gesammelt habe unterwegs. Kann man die eigentlich auch fotografieren? Nö. So. Du hast Herausforderung bestanden, Segenslichter erhalten. Genau, zweimal. Oh, jetzt hier können wir jetzt auch Ausdauer erbitten. Mit meiner Ausdauer komme ich im Moment eigentlich noch ganz gut zurecht. Ich will mir erstmal Herzen ein bisschen erhöhen. So. Usch. Wunderbar. Ein Herzcontainer. Und ich hätte gern noch einen. Ja. Und danach können wir dann ja gerne mal uns wieder dann um die Ausdauer kümmern. Aber wie gesagt, momentan komme ich mit meiner Ausdauer so erstmal gut zurecht. Mein Leben ist eher das Problem. So, das wird das. Gehe ich nochmal hier oben die Häuser angucken. Oh, wenn wir hier natürlich schon überall waren. Oh, der Hühnerkäfig ist weg. Freunde. Tanzruinen Westnekluda. Kann ich mir hier irgendwas durchlesen? Nein. Das ganze Haus von dem Typ ist... Ah, da ist eine Ruine draufgefallen auf sein Haus. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Ich kann trotzdem durch die Tür reingehen. Oh. Das ist doch der... Ich glaube, hier hat doch der mit den beiden Mädchen gewohnt, oder? Ich glaube schon. Hier hoch. Ich meine, hier hätte der Mann mit seinen beiden Töchtern gewohnt. Oder haben wir ein Buch? Kalebs Tagebuch lesen, ja. In einer meiner raren und wohlverdienten Schaffenspausen fragte mich Tauro, wieso ich der Forschungsgruppe denn helfe. Ich gestand ihm frank und frei, dass es mit seiner eigenen Person zusammenhing. Schließlich ist er eine wahre Koryphäe. Diese Worte waren keine Schmeichelei. Ich hätte noch weit mehr hinzufügen können.
Etwas, das Tauro ganz eindeutig ein Auge für wahren akademischen Ehrgeiz hat. Und damit meine ich den meinen. Laut sprach ich das selbstverständlich nicht aus. Ich bin mir sicher, dass Tauro meine wahren Beweggründe verstand. Tauro, ganz plump gesagt, ist der richtige Katalysator, um meinen Ruhm wahrhaftig in die Welt hinauszutragen. Okay. Forschungsleiter Tauro überrascht mich seit meinem Beitritt zur Forschungsgruppe immer wieder aufs Angenehmste. So wankte ich neulich zur frühen Stunde schlafestrunken zur Arbeit und fand ihn tief im Studium einer Tafel versunken vor. Er sah mich, grüßte mich und meinte nur, ach, heute mal etwas später hier, ja? Etwas später, hat man Worte? Da wurde mir klar, dass es sich mitnichten um einen juvenilen Scherz handelte. Ich war spät dran verglichen mit ihm. Denn mir fiel ein, dass er jene Tafel schon am Vortag studiert hatte und schlicht die ganze Nacht durchgearbeitet hatte. Ich war sprachlos, ob solcher Hingabe so vertieft war er, dass Tag und Nacht ihm ein und dasselbe geworden waren. Der Auftrag der Forschungsgruppe lässt sich in knappe, aber zielsichere Worte fassen. Wir sind Retter der Geschichte. Wir befreien geschichtliches Wissen aus dem neidischen Klammergriff der Ruinen, die es der Welt vorenthalten wollen. Unser Vorgängerwerk ist Nährboden unserer Arbeit und unsere Funde sollen das Forschungsstreben der Zukunft nähren. Forscherstreben, mein Gott, ich kann heute nicht lesen. Und Leiter Tauro hatte sich zum Leitsatz gemacht, der Nachwelt den reichsten, nur denkbaren Nährboden zu hinterlassen. Kurioserweise scheint es ihm völlig eins, ob dafür sein Ruf die Generationen überdauern wird oder nicht. Jedem sei sein Wunsch gewährt, doch ich habe höhere Ambitionen. Mein Name soll auf ewig bestehen. Nicht nur soll ihn die Forscherschaft der Zukunft in Ehrfurcht raunen, das allein reicht mitnichten. Er soll Bücher zieren, Schriften, gar die Welt selbst, Fluss und Berge und Klamm. Wahrlich, dereinst wird sich Monte Calip am Horizont erheben und der Rio Calip plätschert dazu sein liebliches Lied. Okay. Da ist ja einer sehr von sich überzeugt, nicht wahr? Ja. Ich will mir übrigens auch bald mal was zum Anziehen kaufen. Wir gucken mal. Hier ist die Boutique, ne? Boutique 2 Früchtchen. Kann man diese Schilder auch angucken? Nee. Gehen wir mal rein. Vielleicht ist ja schon jemand da, meine arme Oma. So, hier gibt es natürlich wieder das Ninjas. Boah, ist das teuer, Hilfe. Das Ninja-Set und das Leucht-Set gibt es hier. Okay. Hallo. Clary, dich kennen wir doch noch. Hm? Wie? Oh, hallo. Tut mir leid, ich war mit den Gedanken gerade ganz woanders. Ach, es bringt ja nichts, ewig darüber zu reden. Aber meine Oma ist leider gerade sehr krank. Meine Schwester Himba kümmert sich um sie, während ich hier allein den Laden schmeiße. Oder sind das die beiden Mädchen? Clary, war die das, mit der wir damals immer kochen mussten? Nee, die hieß doch Coco, ne? Ja, Coco hieß die Kleine. Nee, dann sind die das nicht. Es klappt schon irgendwie, aber ich denke, wir sind gerade alle etwas fertig mit den Nerven. Das fällt mir wirklich schwer, aber meine Oma braucht ja medizinische Behandlung. Dafür muss ich unsere Preise stark erhöhen, und zwar auf das gesamte Sortiment. Wenn es meiner Oma wieder besser geht, verkaufe ich natürlich alles wieder zum Normalpreis, versprochen. Okay. Es tut mir leid. Eigentlich sollte man seine familiären Probleme von der Arbeit trennen. Ja gut. Okay, also. Es tat zwar gut, endlich jemandem mein Herz auszuschütten, aber ich sollte die Kunden eigentlich nicht mit derartigen Themen behelligen. Zeit, die Stimmung wieder etwas aufzuhellen. Ah. Es ist mir eine ungeheure Freude, unsere geehrte Kundschaft hier in der Boutique 2 Früchtchen begrüßen zu dürfen. Ah. Sargonos berühmte Kollektion bekommt man nur in Hateno im Südosten. Aber auch unsere Produkte sind von erstklassiger Qualität, die keiner übertrumpfen kann. Sargono? Ah. Sargono ist eine Modemarke, die derzeit in ganz Hyrule gefragt ist. Ob du es glaubst oder nicht, sie kommt aus einem kleinen Ort namens Hateno im Südosten dieser Region, Nekluda. Ich hätte gern, dass meine Schwester dort Mode studiert. Aber wenn ich an unsere Finanzen denke, ist es derzeit nun mal etwas schwierig. Oh, Verzeihung. Gibt es noch etwas? Du kannst mich alles fragen. Finanzen? Es ist leider nun mal so, dass meine arme Oma gerade eine seltsame Krankheit hat. Meine Schwester Himba hat sich zum Glück bereit erklärt, Oma in dieser schweren Zeit zu pflegen.
Und das, obwohl sie doch gerade in Athenow im Südosten eine Ausbildung zur Modedesignerin machen wollte. Aber wenn es um unsere Oma geht, ist alles andere erstmal zweitrangig. Das fällt mir wirklich schwer, aber meine Oma braucht ja medizinische Behandlung. Okay, das mit den Preisen, das hat sie schon erzählt. Okay, Verkaufen will ich eigentlich nichts. Wiedersehen. Himba, ich frage mich, ob sie auch genug schläft. Ja, wir müssen gucken, dass wir der Himba helfen können. Dafür brauchen wir Reis und Milch. Mal gucken, wo wir das herbekommen. So, war jetzt hier oben noch ein Haus? Ja, zwei sogar. Nee, doch. Nabis Kürbisse direkt vom Erzeuger bei Nabis nachfragen. Ja, den gibt's auch noch. Nice, das ist ja super. Ah, hier sind die zwei kleinen Mädels. Rico und Coco hießen sie, glaube ich, genau. Weißt du? Kenn ich dich. Und ich soll nicht mit Leuten sprechen, die ich nicht kenne. Ach, aber jetzt sprechen wir miteinander, also kenne ich dich ja. Ach, es wird schon in Ordnung sein. Guck mal, Coco ist gewachsen. Wir sind größer geworden, die kleine Maus. Jawohl und ob, aha. Wärst du vielleicht an einem Andenken an deinen Besuch zur Kranzruine interessiert? Ja. Ja, dann kann ich dir die Schmuckkränzchen empfehlen. Die haben genau die gleiche Form wie die Kranzruinen. Das ist auch der Grund, warum den Kränzen nachgesagt wird, dass sie Leute zusammenbringen. Der Laden hat aber nicht dauernd geöffnet. Er befindet sich unter dem Baum vor dem Haus der Dorfvorsteherin. Du weißt, dass du richtig bist, wenn du ein süßes kleines Mädchen siehst, das Kränze verkauft. Ach, Coco, die Süße. Ja, die sind auch alle ein bisschen größer geworden hier, die Mädels. Oh, was habe ich mir denn da gerade angucken können? Gar nichts, okay. Ah, gut, das ist dann das Haus von den beiden Mädchen und ihrem Vater. Das andere war der Hühnerbesitzer, ne? Sind die denn eigentlich alle? Gut, Leute, aber das finden wir dann beim nächsten Mal raus. Ich gucke mir jetzt einmal noch dieses Haus hier an. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal Feierabend für heute. Oder wohnen die hier? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ah, eine Fackel. War auch noch nicht fotografiert. Okay. Sehr schön. Gut, Leute, dann soll es das aber erstmal gewesen sein für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Oder auch ein Abo. Gerne auch den... Was mache ich eigentlich? Mir fällt gerade auf, ich habe die andere Folge auch nur 30 Minuten lang gemacht, ne? Wir wollen noch 45 Minuten Folgen machen. Ne, wir machen noch nicht Feierabend. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Ich bin doof. Entschuldigung, Leute. Also beim letzten Mal ist dann die Folge leider ein bisschen kürzer gewesen. Tut mir leid. Dafür machen wir heute dann wieder länger. Ja, mir ist wieder eingefallen. Stimmt, wir wollten ja Dreiviertelstunde Folgen machen. Aus der Dorfvorsteherin. Ach Gott. Ja, dann vergesst einfach, was ich gerade gesagt habe. So, oh, hier geht es ja noch weiter nach oben, glaube ich. Kann das sein? Wartet mal. Eine Plattform, aber sonst... Da kann man vielleicht noch weiter hoch. Moment. Oh. Link. Oh. Da ist noch eine Leiter. Was haben die denn mit diesem... Das ist direkt hier auf das Haus draufgefallen, das Zeug. Ah, ich bin so doof. Hier. So, dann haben wir hier hinten noch ein paar Leute. Aya ist schon wieder weg. Aya gibt es also auch noch. Und Dorian, hallo. Meine Güte, es ist jetzt Payas Pflicht, das Dorf anzuführen. Und was tut sie? Kaum lässt man sie kurz aus dem Auge, stürzt sie sich wieder kopfüber in völlig nebensächliche Angelegenheiten. Ah. Ah. Hey, Herr Link? Wir haben uns seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gesehen. Meine Güte, habt ihr mich kalt erwischt. Ich hätte überhaupt nicht mit euch gerechnet. Ach, gerade jetzt, wo mir die neue Vorsteherin ständig Kopfzerbrechen bereitet. Die Vorsteherin? Ach, entschuldige bitte. Vermutlich könnt ihr noch gar nichts davon wissen, Herr Link. Die frühere Dorfälteste, die ehrenwerte Impa, ist zurückgetreten. Aha. Jetzt hat Paya den Posten als Dorfvorsteherin von Kakariko inne. Meine Pflicht besteht darin, ihr als Assistent zur Seite zu stehen. Aber Paya macht gerade gar keine Anstalten, das Dorf anzuführen, sondern ist wie besessen von den Kranzruinen.
Wenn sie doch nur öfter auf mich hören würde. Aha, da hinten ist sie also. Gerade ist sie vermutlich auch mit den Leuten von der Sonau-Forschungsgruppe an irgendwelchen Kranzruinen zugange. Sollte sie euch jedoch treffen, Herr Link, würde sie das möglicherweise an ihre Pflichten als Dorfvorsteherin erinnern. Dürfte ich euch darum bitten, vielleicht bitten, Paya zu kontaktieren? Ja, können wir machen. So, die beiden beten. Ich werde nur dir von meinem geheimen Versteck erzählen, Mama. Wenn Papa und Coco arbeiten und ich ganz alleine bin. Hey, du darfst mir doch nicht einfach beim Beten zuhören. Entschuldigung. Mutter, Rico und mir und Vater geht es gut. Es ist aber ein bisschen einsam, seitdem Vater der Assistent der Dorfvorsteherin geworden ist. Er kommt kaum noch nach Hause. Oh. Hier können wir keinen Krog mehr rufen. Hier ist Weg. Stand hier nicht gerade einer? Wo ist denn der jetzt hin? Ach, da. Ah, und hier ist der Kranzladen. Warum so hoch? Wer ist das? Bugri. Hey, wie geht's? Bist du hier, um die Kranzruinen zu sehen? Tut mir leid, aber ich bin auch nur ein einfacher Tourist wie du. Ich bin kein Tourist. Wenn du was über die Kranzruinen wissen willst, frag bei der Dorfvorsteherin oder der Sonau-Forschungsgruppe nach. Sie sollten sich in der Nähe der schwebenden Kranzruine nördlich des Dorfes befinden. Kranzruinen? Na, weißt du, was man sich hier als Tourist unbedingt ansehen sollte? Na was wohl, diese kuriosen ringförmigen Ruinen, die gibt's nur hier zu sehen. Und nicht nur das, in 4 der 5 Kranzruinen wurden anscheinend Steintafeln mit Sonau-Schrift entdeckt. Allein um die zu sehen, bin ich hier ins Dorf gekommen. Es gibt nur leider ein Problemchen. Ich leide unter so starker Höhenangst, dass mir schon im 2. Stock eines Hauses die Knie zu schlottern beginnen. Und diese Ruinen mussten ja leider alle an hochgelegenen Orten runterfallen. Die schwebende Kranzruine darf man ja eh nicht betreten, aber zumindest kann man sie so ganz gut betrachten. Aber an die anderen 4 traue ich mich nicht heran. Ach, wenn ich zumindest wüsste, was auf diesen Steintafeln geschrieben steht. Reise in die Vergangenheit. In den rund um das Dorf abgestützten Kranzruinen wurden mehrere Steintafeln entdeckt. Der Tourist Bugri möchte wissen, was darauf geschrieben steht. Traut sich aber aufgrund seiner Höhenangst nicht zu den Ruinen. Es gibt 4 Steintafeln. Okay. Gut, gut. So, bei dem Haus, genau, da waren wir eben hinten dran. Das ist das Gasthaus Nachtschatten. Hier hat auch noch jemand eine Quest für uns. Dai. Ah, ein Kunde, willkommen. Du siehst müde aus. Wie wäre es mit einer Mütze Schlaf hier in unserem gemütlichen Gasthaus? Nur 10.000 Rubine für ein Bett deiner Wahl, na? Wie klingt das? Was? Bisschen teuer, hä? War nur Spaß, entschuldige bitte, aber ich bin auch gar nicht der Besitzer dieses Gasthauses. Ich wollte eigentlich bloß ein kleines Nickerchen hier einlegen und schwupps wurde ich als Aushilfskraft eingespannt. Der Besitzer wollte nur kurz die Betten in den Zelten der Forschungsgruppe neu beziehen, von wegen kurz. Seitdem fehlt von dem Kerl jede Spur. Ich würde ja selbst nach ihm suchen, aber ich kann hier ja nicht weg. Die Forscher haben hier in der Nähe insgesamt 4 Lager aufgeschlagen. Wärst du so nett, dort mal nachzusehen? Sag dem Besitzer des Gasthauses bitte, dass er seinen Hintern schleunigst wieder hierher bewegen soll. Ihn zu finden dürfte nicht schwer sein. Halt einfach Ausschau nach einem Kerl, der müde und geistesabwesend aussieht. Okay. Dai, der mit der Aufsicht eines Gasthauses betraut wurde, sorgt sich über den Verbleib des eigentlichen Besitzers. Dieser ist losgezogen, um die Betten der Forschungsgruppe neu zu beziehen und ist seitdem verschollen. Die Forscher haben in 4 Gebieten Lager aufgeschlagen. Okay, das haben wir, glaube ich, schon gesehen. Ganz am Eingang, wo wir da hochlaufen wollten, war, glaube ich, so ein Lager. Das gucke ich mir dann auch gleich nochmal an. So, hier haben wir nochmal ein paar Häuser. Kann ich hier eigentlich irgendwas mit diesen Töpfen machen? Nee. So, hier haben wir noch einen Laden. Ah, hier gibt's. Es gibt die also doch noch. Holzpfeile und. Nee, es gibt keine. Puderauge. Es gibt keine Feuerpfeile und sowas mehr. Das finde ich irgendwie nicht schön. Offensichtlich. Ein Stück weg, so. So, Kakuda-Augen und was haben wir dann noch?
Das kann ich nicht fotografieren, oder wie? Hakuda Flügel. Warum kann ich die nicht fotografieren? Will er nicht. Okay. Und Pfeile. Aber wir haben noch jede Menge Pfeile. Wer bist du? Ich kenne dich doch auch noch. Cirola. Überall hört man nur noch Kranzruinen. Hier, Kranzruinen dort. Und du kommst trotzdem zu einem simplen Pfeileladen? Du bist sicher ein hervorragender Bogenschütze. Nun geht so. Wenn es nur einen Bogenschützen wie dich gegeben hätte, wäre es in Angelstädt wohl nicht so weit gekommen. Angelstädt? Du fragst nach meiner Heimatstadt, das freut mich aber. Angelstädt ist ein kleines Fischerdorf an der südöstlichen Küste. Es liegt etwas ab vom Schuss, aber es gibt dort einzigartige Geschäfte. Es ist ein schöner Ort. Allerdings wurde es vor kurzem von Piraten eingenommen und die Bewohner mussten alle fliehen. Der Dorfvorsteher versucht wohl alles, um das Dorf zu retten, aber so richtig weiß keiner, wie es nun weitergehen soll. Tut mir leid, ich wollte nicht, dass unser kleiner Plausch eine so düstere Wendung nimmt. Von hier aus kann sich sowieso nichts daran ändern. Also los, zurück an die Arbeit. Nee, ich will nichts verkaufen. Wenn ich sehe, wie sich jemand die Pfeile anguckt, erinnert mich das immer an meinen Mann. Früher war er überall als Bogenexperte bekannt. Ich frage mich, wo er jetzt wohl gerade ist und was genau er da macht. Ja, den finden wir vielleicht auch noch. Wir brauchen keine Pfeile. So, und dann haben wir hier noch den Gemischtwarenladen. So hieß der, glaube ich, ne? Zutatenladen, satt und glücklich. Oh, die hat ja gar nichts. Oh, ein Ei hat sie. Was wir nicht fotografieren können. Ein einziges Ei, oh. Oder er. Citra, das ist eine Frau, ne? Ich glaub schon. Hallo, willkommen. Normalerweise sorgen mein Mann und Nabis hier für Nachschub. Doch im Moment haben sie mit den Monstern zu tun, die die Kranzruine in den Hügeln im Westen unsicher machen. Wie du sehen kannst, sind wir praktisch ausverkauft. Eigentlich müssten die beiden klarkommen, aber ich habe etwas Angst, dass sie sich schon wieder in den Haaren liegen. Leider ist der Weg zu beschwerlich, also kann ich nicht nach ihnen sehen und ich mache mir schon Sorgen um sie. Stimmt, der Ladenbesitzer von hier und Nabis, die haben sich doch früher mal in den Haaren gelegen wegen der Kürbisse und der Karotten. War da nicht was? Ich glaube schon. Die richtige Strategie. Okay. Ach, bitte verzeih, dass ich dir mit meinen Problemen ein Ohr abschwatze. Wie kann ich dir weiterhelfen? Kaufen sie auch? Okay, ja, sie kauft. Ich komme nicht oft von hier weg. Deshalb bin ich glücklich, wenn ich auf diese Weise viele Dinge zu Gesicht bekomme. Was empfehlen Sie? Wenn du eine Empfehlung hören möchtest, mein Mann züchtet ganz vorzügliche Sportkarotten. Allerdings hat er gerade mit den Monstern zu tun, die die Kranzruine in den Hügeln im Westen unsicher machen. Daher bleibt die Arbeit auf den Feldern liegen und wir haben keine Ware mehr. Wie kann ich dir weiterhelfen? Tschüss. Bitte komm bald mal wieder vorbei. Okay. Okay, und ihr müssen wir jetzt wahrscheinlich mit ihrem Mann helfen. Der Krämerladen ist ausverkauft. Die zwei Männer, die den Laden üblicherweise mit neuen Waren bestücken, sind ausgezogen, um Monster in der Kranzruine auf der Anhöhe im Westen zu bekämpfen. Seitdem fehlt von ihnen jede Spur. Okay, wir müssen die also finden. Haben wir ja ordentlich was zu tun. Gut. Haben wir jetzt hier mit allen gesprochen? Glaube ich. Okay, sie spielt. Ich habe die Kranzruinen meiner Schwester und mich gemalt. Sieht toll aus, oder? Wollte auch die Steintafel malen, die in den Kranzruinen waren. Aber da stand was in einer Schrift drauf, die ich nicht kenne. Und die konnte ich nicht nachmachen. Okay. Kann ich das angucken? Okay, ich verstehe. So, und sie verkauft jetzt hier ihre Tafeln. Ups, ihre Kränzchen. Mama, da liegt noch meine Schmuckkränzchen. Entschuldigung, ich wollte da nicht rauf. Komm runter, du machst doch alles schmutzig. Entschuldigung. Ich wollte da gar nicht draufsteigen. Ich rede ja nicht gern so mit meinen Kunden, aber du bist ein Erwachsener. Da solltest du doch bessere Manieren haben.
wär's mit einem Schmuckkränzchen als Andenken? Eins kostet 5 Rubine. Was macht denn das? Das sind Dekorationen, die ich aus Blumen, Pflanzen und anderem herstelle. Hm? Seitdem diese Kranzruinen vom Himmel gefallen sind, wurde es hier in Kakariko sehr lebendig. Die Ruinen haben viele Leute angezogen und so zu vielen neuen Begegnungen geführt. Ja, daher habe ich diese Kränze nach dem Vorbild der Kranzruinen hergestellt, damit auch sie Leute zusammenbringen. Sie drücken meine tiefsten Empfindungen aus, daher möchte ich auch nur wenig Geld dafür haben. Ein Schmuckkränzchen kostet nur 5 Rubine, schlägst du zu? Na klar, ich nehme eins. Vielen Dank. Zur Vollendung füge ich dem Kränzchen nur noch ein wenig Liebe hinzu. Oh. Schmatz. Ach, süß. Bitte schön. Ja, bitte nimm. Dankeschön. Haben wir das jetzt wirklich bekommen? Wo ist denn das jetzt, das Kränzchen? Haben wir das hier irgendwo? Nee. Moment. Das nicht von ihr jetzt gekriegt. Also so richtig quasi. Scheint nicht so zu sein. Keine Ahnung. Darf ich den jetzt nehmen? Ja. Oh. Wohin damit? Nun. Das, was soll ich damit jetzt machen? Scheiße. Finden wir dann zum nächsten Mal raus. Meine Lieben, jetzt ist nämlich die Folge vorbei. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, hier bei Tears of the Kingdom. Wenn wir hoffentlich rausfinden, was wir mit diesem Kranz anstellen sollen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss!